Auch Entschuldigung, der Dr. Matthias Mittelberg, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, keine Ursache, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Herr Pitterle, auf den würde ich gerne zuerst eingehen, hat uns hier eben... Ach so, ich dachte, er wäre beim Zahnarzt oder so. Okay, gut. Also, dann erwähne ich ihn mal nicht namentlich, aber die Linken haben hier eben vorgetragen, wir wären hier immer noch bei Ankündigungspapieren und irgendwelchen hoffnungsfrohen Geschichten. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich deutlich darüber hinausgekommen. Der Kollege Binding hat eben zu Recht gesagt, das BEPS-Programm ist ein Durchbruch. Durchbruch, was den Kampf gegen internationale Steuervermeidung und Steuerverkürzung angeht, also gegen, ich sag mal, diese legale Steuervermeidung durch Unternehmen, die sich durch alle möglichen cleveren Tricks durch die Welt bewegen und damit ihre Gewinne so lange verschleiern, bis am Ende nichts mehr besteuert wird. Jetzt muss man aber fragen, wer hat das Ganze in Bewegung gebracht? Das ist unser Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ja, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Der hat das BEPS-Programm mit George Osborne und Moscovici im Wesentlichen in die Beine gebracht. So, und wir haben dann auf G20 und OECD-Ebene dieses Programm beschlossen mit insgesamt 15 Aktionspunkten. Und wesentlich dafür als Antreiber ist, steht auch diese Bundesregierung dahinter. Das kann man ruhig deutlich mal sagen. So, und wir sind auch im Übrigen, wenn man das ganze Thema Informationsaustausch angeht, das sage ich auch mal den Linken, ja deutlich weiter. Wenn wir den im privaten Bereich mal diesen Kontenabgleich nehmen, den wir jetzt auch international mindestens in Europa haben, nächstes Jahr steigen die allermeisten Länder da ein, dann werden Sie diese Fälle wie Hoeneß oder Ali Schwarzer mit der Schweiz, mit Liechtenstein, mit Luxemburg, alle diese Fälle haben Sie nicht mehr. Und auch da können Sie fragen, wer hat es gemacht, wer hat die Dinge mit initiiert? Es war auch mit dieser Bundesregierung. Und damit haben Sie in Zukunft alle diese Fälle, und da geht es ja um illegale Steuervermeidung von Privatleuten, die werden Sie in Zukunft in dieser Form nicht mehr haben. Wir haben international immer noch Probleme mit Steueroasen, das darf man auch gar nicht kleinreden. Aber ich sage mal, wir sind in der Problemlage kleiner geworden und wir sind jetzt, was gerade die legale Steuervermeidung der Konzerne angeht, sind wir, glaube ich, an des Pudels Kern hier angelangt mit diesem Vorhaben. Und das gilt es jetzt konsequent umzusetzen. Jetzt kann man sich über die verschiedenen Aspekte im Detail unterhalten. Und interessant finde ich vor allen Dingen die Debatte, das wird Sie nicht wundern, über das Country-by-Country-Reporting. Machen wir das zielgerichtet, das heißt, tauschen wir die Daten über Umsätze, über Beschäftigtenzahlen, über Gewinne, über Steuerzahlungen, tauschen wir die unter den beteiligten Steuerbehörden aus oder machen wir das einfach alles öffentlich? Wenn wir diese Daten einfach öffentlich machen, und zunächst könnte man ja ganz begeistert sein davon, dass man sagt, super, wir machen alles Transparenz, wir sind transparent, wir sind alle für Transparenz, Transparenz finden heute alle ganz toll und sagen, das ist der entscheidende Weg, um die Dinge zu verbessern. Problem ist nur, wenn wir Europäer es einseitig machen, glauben Sie dann ernsthaft, dass andere dann freiwillig bereit sind, ihre Daten auch zur Verfügung zu stellen? Ich glaube, die Sache wird nur dann effektiv funktionieren, wenn wir das in einem Geben und Nehmen machen. Das heißt, die Leute, die uns ihre Daten geben, die kriegen auch von uns die Daten. Und dann wird es für immer mehr Länder einen Anreiz geben, in diesem Spiel mitzuspielen und sich an dem Datenaustausch zu beteiligen. Wenn wir einfach so die Hosen runterlassen, um das mal ganz locker zu sagen, werden die anderen sagen, ist ja nett, was ich da zu sehen kriege, vielleicht sind sie auch enttäuscht. Aber die werden ihrerseits dann gar nichts mehr unternehmen. Sie haben auch keinerlei Anlass dazu. Und ich finde es gerade interessant, dass die Linken und die Grünen in der Ausschusssitzung gestern problematisiert haben, wie bitter das denn sei, dass die USA ja noch gar nicht richtig dabei wären und die würden noch nicht richtig mitmachen. Und wir wissen noch nicht, ob die dann nachher wirklich mitspielen bei diesem Programm. Gerade wenn wir einseitig die Daten freigeben als Europäer, bin ich fester Überzeugung, dass wir viel weniger Anreiz haben, dass andere mitspielen. Wenn ich das Pfand aus der Hand gebe, mit dem ich die Mitarbeit der anderen erreichen kann, mache ich den ersten großen Fehler. Und deswegen bin ich dabei, dass wir
zu sagen, dass wir das ganz zielgerichtet umsetzen. Der kriegt unsere Daten, der uns seinerseits die Daten gibt. Und wir sollten uns dringend an das halten, was wir im BEPS-Programm auf OECD- und G20-Ebene vereinbart haben. Und das auch wirklich nur insoweit umsetzen und nur mit denen zu spielen, ich sage das mal so locker, die auch mit uns spielen. Und ein Punkt ist mir dabei auch noch wichtig, der ist gestern auch in der Ausschussberatung angesprochen worden. Das war das Stichwort Streitbeilegungsmechanismus. Ich fand das sehr wichtig, dass Sie das angesprochen haben, Herr Kollege Gamke. Wir haben keinen effektiven Streitbeilegungsmechanismus, wenn wir mal einen Steuerstreit haben zwischen den verschiedenen Staaten, zwischen den verschiedenen Finanzbehörden. Dann haben wir die veritable Gefahr auch der Doppelbesteuerung. Das ist gerade für unsere Unternehmen, die sehr viel exportieren, die viel im Ausland tätig sind, kann das ein ganz gewaltiges Problem sein. Das sind jahrelange Verfahren, die häufig gar nicht zu Ende gebracht werden, wo man dann irgendwie zahlt, damit das Verfahren endlich mal zu Ende kommt. Diese Gefahr der Doppelbesteuerung potenzieren wir doch aber, wenn wir jetzt einfach ein öffentliches Reporting machen. Dann werden Sie viel mehr Streitfälle haben und viel mehr Probleme mit der Doppelbesteuerung. Und deswegen bin ich stringent der Meinung, wir sollten das eine mit dem anderen verbinden. Daten an die, die uns Daten geben, und Zusammenarbeit mit denen wir auch auf Dauer zu effektiven Streitbeilegungsmechanismen kommen. Dann können wir das internationale Steuerrecht wirklich effizient machen. Dann sind wir effizient gegen Steuervermeidung und Steuerverkürzung unterwegs. Und die ersten Schritte dazu machen wir heute. Und ich wünsche uns allen noch gute und konstruktive Beratungen dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist aber Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion.